Ja, ich grüße jeden Zuschauer, der jetzt oder nachhinein im Stream ist. Ich hatte gerade noch extreme Probleme mit meiner Technik. Die waren echt nicht lustig. Zum Beispielweise ist die ganze Zeit mein Avatar gerade ausgefallen. Ich hatte gerade Probleme, weil sich die ganze Zeit irgendeine Menüsprache die ganze Zeit aktiviert hatte und so weiter und so weiter. Sollte mein Avatar jetzt auch noch ein weiteres Mal abkacken, muss ich einmal mittendrin wahrscheinlich sogar das Programm dafür wechseln. Weil das Programm selber das Problem irgendwie hat. Auf jeden Fall versuche ich mir davon heute nicht den Spaß verderben zu lassen. Far Cry 6 mal wieder. Ja, unser heutiger Job ist hier. Da gehe ich als erstes hin. Dann will ich hier die Kiste noch holen und hier die beiden. Sofern ich da die Kiste holen kann. Wir gehen zuerst dahin. Und ich hole mir direkt meinen Fahrbahn unter Wasser. Ich merke sofort, wenn mein Avatar abkackt, weil bei mir dann das Licht, was an der Kamera dran ist, ausfällt. Wolltest du das hier? Gute Wahl. Danke dir. Also ihr hört mich dann wahrscheinlich irgendwie aggressiv. So ganz leicht. So, in die Richtung muss ich. Das war das falsche etwas. Hallo? Wer dir erlaubt, lebendig hier rumzustreifen und Leute zu belästigen? Ja, komm her. Komm, das Pferd erlöse ich auch direkt von seinen Qualen. Raus aus dem Wagen. Der ist von irgendwas besessen. Wo ist Guapo? Du hast Guapo überfahren? Scheiß Kerl. Ihr wollt also Streit, Eigentlich lag Wapo gerade recht putzig dort. Ja, guten Appetit, Wapo. Ich halte ihn nie auf. Danke für das Auto. Ich nehme lieber das Pferd. Das Auto ist versenkt. Job erfüllt. Hier könnte ich versuchen, einen Stunt hinzulegen. Ob der noch fahrbar ist? Gerade wohl nicht. Nein, ich will nicht an das beschissene Geschütz. Nein, das habe ich komplett versenkt. Und ich habe keine wirklich große Lust, das da rauszufischen. Prima. Hey, halt mal kurz an. Danke, dass du mir dein Auto leihst. Hat auch kein Mensch gesehen. Ich weiß nicht, ob mir irgendwer was anderes erzählen will. Ein paar Teile, Oh, hier sind wieder ein paar von denen unterwegs. Als ob ich dich leben lasse. Ich bin nur das Auto. Mehr will ich doch gar nicht. Ach, da ist noch einer von denen. Nee, es ist ein Zivilist. Die Kleidung sah nur ähnlich aus. Okay.
Wappo, versuch nicht unter die Räder zu kommen. Dadurch! Okay, man kann nicht jedes Teil abreißen. Ich muss jetzt diese Festung alleine einnehmen. Lara, ich bin am Lager. Libertad braucht diesen Treibstoff. Du musst also nicht nur die Armee ausschalten und das Lager einnehmen, sondern auch das Benzin sichern. Das muss okay. Danny. Such dir eine erhöhte Stelle und benutze dein Telefon, um Kammern zu kundschaften. Warum ist der Sound gerade kurz abgekackt? Wartet, ich stelle mal kurz hier. Ja, ich gucke hier gerade meine Einstellungen durch. So, ich habe mein Headset nochmal raus und wieder reingetan, in der Hoffnung, dass sich das dadurch resettet. Ich würde mal sagen, die beste Position ist von da oben aus, ne? Einen habe ich schon von hier aus gesehen. Den könnte ich eigentlich ausschalten, ohne dass es einer mitbekommt. So, einer weniger schon mal. Jetzt muss ich gucken, dass ich unbemerkt nach oben komme. Hier ist auch direkt etwas Schönes für mich, wo ich meine Sachen bearbeiten kann. Das ist sehr nett. Das Dumme ist, ich habe kein Schießpulver, also klappt das eh nicht, ne? Ich würde mal sagen, der zweite Turm wäre besser. Guck natürlich aber auch, ob auf den anderen was drauf ist. Wappo, du bleibst schön hier. Wappo, komm her. Ansonsten ist hier nichts. Ich weiß nicht, ob das auch im Stream die ganze Zeit abkackt, das Audio. Bei mir ist die Technik heute einfach nur Rotze. Ich sehe gerade was. Jetzt darf ich mich aufregen. Einen Moment, Leute. Ich lade ein anderes Programm, weil das Programm, womit ich meinen Avatar sonst immer steuere, funktioniert heute irgendwie nicht. Gib mir einen Moment. Heute klappt aber auch nichts. So. Ich habe jetzt das andere Programm geladen. Das kann jetzt leider nicht hier die Emotionen tracken, aber wenn das andere Programm nicht will, was soll ich großartig machen, ne? Okay, zurück zu den wichtigen Sachen im Leben. Ich hoffe mal, dass das Audio deswegen nicht mehr abkackt. Kann ja sein, dass das Programm die Probleme verursacht hat. Da ist ein Soldat, da sind auch nochmal welche. Den Scharfschützen schalte ich definitiv zuerst aus. Ich müsste mal gucken, dass ich mich da irgendwie hinschleiche. Ansonsten scheint da kein weiterer Dude zu sein. Vielleicht allerhöchstens in dem Haus. Zuallererst der Scharfschütze. Jetzt habe ich ihn umgenietet. Das habe ich super angestellt. So,
Okay. Den Scharfschützen doch nicht sofort. Erstmal gucken, dass ich die Alarmanlage ausschalte. Das ist wichtiger. Krieg ich einen Schuss hin, wo ich zwei gleichzeitig umbringe? Mann, guapo. Double Kill, yes. Hier muss ich gut aufpassen. Ich wollte nur das scheiß Geschütz ausschalten. Hat doch auch super geklappt, oder nicht? Warte mal, auf welche Taste hatte ich eigentlich hier die Commands? Auf der habe ich zum Beispiel einen, oder? Guckt das gerade im Stream? Ja. Immer ein Like da lassen. Auch wenn die Nachricht selbst jetzt ein bisschen verspätet kam. Bei der Sprachausgabe. Ich frage mich, wie weit fliegen die Raketen, wenn ich sie von da ganz oben aus abfeuere? Du versteckst dich nicht. Warum auch immer der Scharfschütze unten ist. Okay, ein paar sind wirklich in dem Gebäude. Hallo Donald. Okay, wo ist der Scharfschütze? Den zuerst. So, die beiden sind weg. Ja, ihr habt keinen Alarm mehr. Scheiße gelaufen. So, mal. Ich würde gern gucken, wie weit es fliegt, ne? Die gucken niemals im Leben hier oben hin. Wart mal. Und so schreckt man die Hühner auf. Wienreh im Scheinwerferlicht. Gib mir einmal ein Scharfschützengewehr und ich bin glücklich. Komm, pflanz dich irgendwo hin. Tschüss. Hey, Guapo, willst du dir nicht auch mal ein bisschen Frühstück gönnen? Gönn dir. Wenn ich weiß, wie, mal ja ein Foto. Ich könnte ihn auch easy von hier oben aus wegsnipen. Einer weg. Alle erledigt. Guapo, du bist eine prima Ablenkung. Ich hab's erobert. Jetzt darf ich Sachen erobern, oder wie? Ich habe keinen Alarm ausgelöst und ich blieb undetekt. Als Scharfschütze bin ich echt gefährlich in solchen Spielen. So, mal gucken. Die Sniper. Wenn ich kann, bessere ich sie aus.
Ich hätte gern so ein Scharfschützenvisier. Aber ein richtig gutes. Könnte ich das schon demnächst holen? Wenn ich jetzt nochmal Schießpulver finde? Wenn ja, dann nehme ich das. Oh, bei dir kann ich handeln. Aber leider nur in die andere Richtung. Nee, warte, da, kaufen. Waffen! Oh, eine Schrotflinte. Nehme ich eben gern. Die Scorpion wäre, glaube ich, besser als das, was ich habe. Ich verkaufe gleich gerade nur die beiden hier. Okay, die macht 869 pro Sekunde. Die macht 700. Geht aber auch ein größeres Magazin. Wir die hier haben, weil das meine andere Pistole ersetzen würde. Ah. Das sollte ich mir eigentlich anschaffen. Warte mal. Nochmal handeln. Das nicht. Das Benzin kannst du ruhig alles haben. Noch brauche ich es nicht. Genauso das Metall. Und das hätte ich auf jeden Fall gerne erstmal. Danke. Ja, den Rest, den brauche ich ja noch, ne? Okay, Danny. Aber jetzt kommt der schwere Teil. Kommandante Rosario ist eine... Ich nehme die Schmarotzer-Uniform. Ja, etwas mehr Seitenwaffenmunition gefällt mir eigentlich. Ja, die Ausdauer, die ist mir jetzt nicht so wichtig. Schmarotzerhandschuhe habe ich mir nicht ohne Grund gekauft. Bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit an sich finde ich besser, als wenn ich mich nur beim Nachladen schneller bewege. Ja, und die Panzerung, die behalte ich am Kopf. Verstanden, Benito. Hey, hier. Ja, ich komme. Und, was hast du? Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz. Triada? Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Einen Moment. Ich will nur den Chat im Hintergrund beim PC haben. Ich hatte das Fenster aus Versehen bei OBS zugemacht. Entschuldigung, dass das auch ganz kurz weg war. Ich bin praktisch ein Vorratsraum. Oh ja. Warum auch immer ich jetzt den Schlüssel habe. Was kriege ich hier? Eine RPD, ein leichtes MG, das ersetzt meine andere. Sofern ich die schwere Munition da aufpacken kann. Also die panzerbrechende. Weiß ich wenigstens, wo ich auch Zeug kaufen kann. So, hier habe ich ja jetzt erledigt. Ich kann ja hier ihn schnell reißen. Ich hole mir erst hier hinten die Kiste, mache dann eine Schnellreise und komme dann wieder hier hin. Dann mal los. So, hier bin ich richtig. Und noch ein Parcours-Ding? Parkour-Hoodie, sag ich doch. Natürlich gucken trotzdem, was es bringt. Ausdauerring regeneriert sich schneller. Klingt jetzt nicht so beschissen. Los. Sei brav, Pferdchen. Ich hätte gern irgendeine Schleichrüstung. So, das eine haben wir jetzt schon geholt. Jetzt können wir hier einmal das Schmuggelgut holen und danach die Kiste. Ein Leuchtturm, okay. Nein, nicht die.
Wenn, machen wir es richtig. Hallo, ist hier gar keiner? Und ich mache mir schon Sorgen. Stell dich halt einfach auf den Leuchtturm drauf, wenn mich keiner auffällt. Ja, damit. Sprühdosen. Super. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Komme ich auch mal irgendwo hoch? Oder muss ich mir diesen Spielspaß selber suchen? Ich muss irgendwie von alleine da hochkommen. Ach, von hier aus. Uiuiuiuiui. Bloß nicht runterfallen. Natürlich wird ihm auf Höhe schlecht. Okay. Upp. Wer kam auf die Idee, hier oben was zu verstecken? Also das Versteck ist gut, hier wird keiner hochkommen, aber trotzdem. Was habe ich hier gefunden? Eine bessere Schrotflinte. Wie weit fliegen jetzt die Raketen? Die fliegen einfach straight nach unten. Warum habe ich jetzt ein Angelgebiet? Habe ich eine Angel überhaupt? Ich habe doch gar keine Angel. Warum brennt der Baum da hinten? Was stellen unsere Nachbarn schon wieder an? Ein Moment. Die Kiste wäre auch relativ nah. Wenn man schon nah an der Kiste ist. Da kann ja nützliches Zeug drin sein, wie Supremo-Kleber. Warum müsst ihr immer gleich Streit suchen? Wo komme ich hier rüber? Ich habe den Kletterpunkt nicht mal gesehen. Naja, egal. Hauptsache, ich komme mein Zeug. Da unten ist was drin. Dann muss ich mir mal von der anderen Seite holen, ne? Pfeil überlebt, alles gut. Oh, Fahrzeug ist mit dem Handy scannen. Toll, das Pferd zählt als Fahrzeug. Warum erfahre ich das erst jetzt? Wo komme ich da denn verbessert hoch? Von dem Turm aus vielleicht? Ne, da kann man doch auch nicht hochklettern. Habe ich da oben irgendwas gerade falsch verstanden? Runter! Geht's dir gut? Denkt ihr, ich habe Angst vor euch? Fahrzeug scannen, ne? Meine Güte. Den darfst du keine Waffen in die Hand drücken. Ah, hier war der Kletterpunkt. Aber wo komme ich denn hier ganz hoch?
Die Kiste ist ja eindeutig ganz oben drauf. Wie soll denn das funktionieren? Ich verstehe es nicht, machen wir es ein andermal. Kannst du dem Dorf hier schnell reißen? Eine Kryptogramma-Kiste. Hab ich auch noch nie gehabt. Hallo, Pferdchen, lass dich scannen. Leben nicht. Jetzt mal die Nachbarschaft kaputt. Passives Pferd. Weißt du, ich brauch die gar nicht angreifen. Das Pferd macht das schon alles. Ich weiß nicht, wie ich sie aufgeschreckt habe, dass sie so austicken, aber ist ja nicht mein Problem. Okay. Kryptogramma-Kisten enthalten einzigartige Ausrüstung und können mit Hilfe von Tabellen in der Nähe geöffnet werden. Feuer in Zeichen, um die Tabellen zu finden. Die Kiste öffnet sich, sobald du alle Tabellen gefunden hast. Okay. Da muss ich hier jetzt ein bisschen suchen. Finden diese komischen Kryptogrammas. Eine von 30. Wie soll ich denn sammeln? Tschüss! Kann ich das dumme Ding jetzt öffnen? Nein, hier ist irgendwo noch eine. Die darf ich jetzt suchen. Super. Ich bin offenbar komplett blind. Ich untersuche gerade jedes Auto nochmal einzeln. Hab's gefunden. Mann, das lag ja aber auch so offensichtlich, das Ding. Ja, her damit. Was kriege ich? Schutzhandschuhe MK2. Wieso helfen die jetzt? Oh. Gegen vergiftete Gegner mache ich damit mehr Schaden. Bringt mir aber zurzeit nichts. Ich habe keine Giftwaffen. Okay, damit habe ich jetzt eine Stunde mit sonstigen Schmarrn verschwendet. Machen wir mal eine Story. Ja, bin schon da. Für Benito um ein Kommandantenproblem. Pass bloß auf. Das will ich. Na, guck mal, da oben kann ich mich sogar nochmal auffüllen. Es ist besser ausgebildet und ausgerüstet. Such dir einen Aussichtspunkt und kundschafte alles aus, bevor du den Abzug drückst. Denk an Regel Nummer 9, das richtige Werkzeug für den Job. Regel Nummer 10, halt deine Klappe. Gut, du bist erwachsen und triffst deine eigenen Entscheidungen. Breite deine Flügel aus, flieg, kleiner Vogel. Eher dran denken. So, jetzt ist nochmal die ganze Waffenschaft aufgefüllt. Das muss Rosario sein. Uff. Für dich, Ingenieur. Das wird ein Spaß. Überwachungskameras auch noch. Das heißt, die haben irgendeine Pädophilin an dem Bildschirm. Okay, die große Frage ist, kann ich so weit schießen? Wahrscheinlich nicht. Das Wichtigste zuerst gekümmert und ich kann so weit schießen. Okay, dann kann ich mich hier um den Sniper kümmern. Ja, aber kein perfekter Headshot.
Der Sniper wurde schon mal ausgeschaltet. Ist er denn kein besserer Punkt zum Schießen? Nein, weil das hier ist schon der höchste Punkt. Allerhöchstens von da vorne aus vielleicht. Oder kann ich die Hälfte der Mannschaft nicht erschießen? Ja, neben Kacke. Glaub, ich habe ihn in der Schulter erwischt. Headshot. Den Kommandant hole ich mir nachher. Muss ihn nicht perfekt treffen, ich muss ihn nur ausschalten. So, der wäre auch weg. Jetzt haben die keinen Ingenieur mehr. Ah, stimmt. So, auch mal sicher, jetzt aber auf die Kamera geschossen. Ist schön, wie die so verzweifelt suchen und nichts finden. An dem Punkt aus da vorne könnte ich auch noch gut drauf schießen, fällt mir gerade auf. Habe ich ein viel besseres Schussfeld. Ja, frisch meine Raketen! Nur noch der Rosinant ist übrig. Hey, komm, der ist alleine, den hole ich mir mit der Schrotflinte. Oder? Der wäre weg. Headshot. Mich mit einem Scharfschützengewehr darf man niemand unterschätzen. Das ist das einzige Gewehr, mit dem ich umgehen kann. Da lebt noch irgendwo einer. Ach, genau, du lebst noch. Ich kann nicht durch den Zaun schießen, das geht nicht. Also so viel zu Rosario. Adios, Arschloch. Mann, easy. Manchmal macht man es mir aber auch zu leicht. Wirklich viel zu einfach. So, nochmal ein bisschen Metall. In dem Militärfahrzeug habe ich was ganz Schönes vor. Nein. So, da steht es gut. Das Benzin nehme ich mir vorher noch. Hierher. Perfekt. War da hinten eigentlich irgendwas Wichtiges drauf? Nein. Ich wollte nur den Fahrzeugschrott haben. Das kann ich mit dem Geschütz am schnellsten rausholen. Okay, ansonsten ist hier nichts. Rein da. So gehört sich das. Technik kaputt.
Gibt's in jedem Teil eine Schlüsselkarte zur Waffenkammer? Dann muss ich noch ein weiteres Mal nach da oben. Wieder eine Kiste mit Waffengut. Oh, El General. Eine bessere Reimpistole, als ich sie schon habe. Den Schrott. Ansonsten nix. Was heißt hier entkomme? Ich hab schon eingenommen. Hier ist niemand mehr. Ich bediene mich gerade nur noch. Hallo, Herr Scharfschütze, danke für dein Taschengeld. Die zahlen dir echt wenig. Die echt stabile Flasche. That was too easy. No joke, das war wirklich zu leicht. Wo ist der Haken? Da ist ja noch einer! Oh, seine Raketen sind hochgegangen. Upsi. Naja. Ich hab mich jetzt durchgemogelt. Der Haken? Alles klar, Benito. Rosario ist tot und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Mijo. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mach mich auf. Irgendwie war da gerade was komplett falsch. Sicher. Gracias, Dani. Mission erfüllt. Und eine Angel erhalten. Clara, Benito ist wieder auf deiner Seite. Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Scheiße, Dani, danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass wir verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Dani. Wie wär's, wenn wir erst noch... Du meinst, dich mit mir anlegen zu müssen? Was kommt dabei heraus? Brennen, geh kaputt. Und danke für den Schrott. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die Abwehranlage, oder nicht? Warum die mal jetzt auch noch? Wer steht schon bereit? Sind nur 600 Meter? Let's go! Erste Flugabwehranlage zerstört. Wenn du in eine verbotene Zone fliegst, holen dich Flugabwehrgeschütze vom Himmel. Die muss ich aufspüren und dann muss ich sie einfach nur mit Sprengsätzen zerstören, um den Luftraum zu befreien. Okay. War schön mit euch Geschäfte zu machen. Mal ganz stilvoll, nur mit den Messern. Ich habe hier noch was zu erledigen.
Geht mir noch einfach aus dem Weg. Noch keine Ahnung, wofür ich das radioaktive Zeug brauche, aber ich habe es. Ah, schon viel besser. So, irgendwo hier ist Ausrufezeichen. FND-Depots. Wie viele verschiedene Kisten es hier einfach gibt. Das Ding muss ich kaputt machen. War ich das? Er will mit dem Supremo drauf? Geh mal ein bisschen weiter weg, Kroko. Ist kaputt. Und wieder einmal habe ich den Tag gerettet. Was schießt du denn einfach ab? Ich liebe die Wurfmesser. Und da drin ist doch bestimmt auch noch was zu mitnehmen. Vito, Rang 1. Kann man nicht kaputt machen, okay. Einmal draufklettern. Und hör nicht auf, bis all diese Singers tot sind. Willst du mir den Raketenwerfer vielleicht geben? Ich wüsste sehr viele spaßige Verwendungsmöglichkeiten. Junge, da oben das Gebiet muss ich auch noch einmal absuchen. Mitten im Wasser ist eine Kiste, wo die ganzen Scheißhaie sind. Okay, hab verstanden. Sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Wir lösen hier gerade schon alles richtig gut. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also. Okay. Los. Ich soll jetzt Truppen vernichten. Los! Klingt spaßig. Von Cortez. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht, dass wenn wir mehr Leute oder Waffen haben heute. Denn heute. Ja, wir müssen uns wehren. Durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Ja, ist ja ein ganzer Staat, ne? Ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Aktion. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Perfekt.
Warum auch nicht so, ne? Erstmal Waffen aufbessern. Solange ich keine Mods drauf habe. Oh, Sprengpatronen. Ich freue mich schon, die einzusetzen. Danny, hörst du mich? Jo. Diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Nicht schlafen. Das habe ich schon erledigt. Ausgeschaltet. Vorsicht, Danny. Du hörst dich langsam an wie ein echter verdammter Guerriero. Der Spitz des Leuchtturms. Oh, jetzt muss ich sogar noch da hoch. Das war der Punkt, wo ich irgendwie nicht dran kam. Geh einmal zur Ammonia und hol mir die ganzen Kisten. So, hier gibt's eine Kiste. Panzerdepot. Ja, schleiche ich mich doch einmal oben lang. Da ist einer. Da ist ein Mörser. Geschütz. Damit könnte ich das Auto zerstören. Ansonsten sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwo einer ist. Junge, den schneide ich doch von hier oben einfach eben kurz weg. Sollen hier großartig Gegner sein? Ja, ganz kurz im Alleingang. Da ist noch einer vorne an der Straße. Der hat ein Schläfchen. Da unten sonst noch irgendwo einer. Eigentlich kann ich ja eh einen Scheiß geben. Die haben kein Funkgerät da. Ich seh dich. Ich dich auch, stell dir vor. Und es war echt leicht, hier reinzukommen. Easy. Das kann ja heiter werden. Uff. Ja, keine schlaue Idee, auf jemanden zuzurennen, der ein Geschütz hat. Ich will das nicht reparieren, ich will die nur aneinander fahren. Dass die alle zusammen hochgehen. Danke, du nimmst mir die halbe Miete ab. So, dann fehlt jetzt nur noch das Auto. Oh,
Und das da oben. Dann stelle ich hier einfach alle aneinander und spreng die zusammen. Und da hätte sehr viel Fahrzeugschrott. Danny, das ist unsere einzige Chance, durch die Blockade zu kommen. Ich bin unterwegs, Clara. Beeil dich, Danny. Bitte. Heute entscheidet sich, ob Libertad lebt oder stirbt. Ich spreng die Autos weg. So, wie viele Autos stehen da noch? Ich glaube, das war das letzte, oder? So, und ich wollte ja nur in die Nähe kommen und nehme schon das Fahrzeugschrott mit. Lecker. Damit kann ich das Auto sehr gut ausbessern. Einfach nur nice. Bisschen Metall. Da ist ein Spacken. Oh, aber ganz weit da hinten. Ein Panzer. Damit muss ich doch mal spielen. Damit muss ich einmal spielen. Ach, ich will das vor untere Geschütz. Easy. Hey, hilf mir. Gracias, gracias. Alles klar. Ich wollte eigentlich nur an dem scheiß Panzer. Wo muss ich da einsteigen? Das gefällt mir. Nein! Wie das andere Ding. Wie benutze ich das dumme Ding? Ich hab's rausgefunden. So, wo ist noch einer? Hm? Wer will sich mit meinem kleinen Spielzeug anlegen? Ja, hallo! So, wo soll ich eigentlich nochmal hin? Komplett schon ausgeblendet, weil ich so ein wunderschönes Fahrzeug habe. Was ich eigentlich sogar lieben gern behalten würde. Warte, das Drehen ist nicht so leicht. Tschüss! Hat er irgendwer geschossen? Ich hab nichts mitbekommen. Aus dem Weg! Hier kommt die Kavallerie.
Weg damit! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ich bin auf dem Weg. Ich gehe mal kurz ein Depot einnehmen. Ich bin unterwegs, Clara. Ciao. Sonst noch irgendwer? Ich liebe dieses Teil. Mein neues Lieblingsspielzeug. Hallo, tschüss. Vielen Dank für die Kooperation. Nimm gern den Fahrzeugschrott. Damit kann ich meinem Auto sowas von aufbessern. Trainieren die halt auf normale Leute zu schießen. Mit denen habe ich kein Mitleid. Hier vorne soll auch noch irgendwo einer sein. Wo ist hier noch einer? Hm? Ja, mach nur, das Ding ist schon längst kaputt. Habt ihr ja nicht mit einem scheiß Panzer drauf geschossen? Junge, was willst du mit einem Maschinengewehr, wenn da ein scheiß Panzer vor dir steht? Da machst du nichts mehr, da betest du nur noch. Ach, irgendwer von denen hatte, glaube ich, noch einen Schlüssel, oder? Oh. Danke. Oh, ist nicht mal abgeschlossen. Ach, das ist das Camp, wo ich gerade eben schon einmal war. Okay, dann kann ich einfach weiterfahren, ne? Das gefällt mir. Ich hab mich eingeparkt. Mann, aus dem Weg. Mit dem Ding habe ich einfach unglaublich viel Spaß. Ich hab durch ihn durchgeschossen. Der baut lieber einen Unfall, als sich mit mir anzulegen.
Einmal kurz den Schrott mitnehmen. Danny, wo bist du? Das ist unsere einzige Chance, durch die Blockade zu kommen. Ich bin unterwegs, Clara. Beeil dich, Danny. Bitte. Heute entscheidet sich, ob Libertad lebt oder stirbt. Ich komm noch. Nur keine Eile. Ich würde mal sagen, den Sniper habe ich erwischt. Erwischt. Ist hier noch irgendwo einer? Hallo? Ich habe irgendwie alles abgerissen. Ja, doch noch ein Hund. Das nennt man Kollateralschaden. Schießpulver, ja! Darf ich den Weg laufen? Na gut, mein Panzer hätte hier eh nicht durchgekonnt. Aber Junge, wie geil war das gerade, einfach mit einem Panzer mal komplett 3 Basen zu vernichten? Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe sogar den Sniper weggebombt. Du machst halt mit einer normalen Waffe nichts gegen den Sniper. Naja, gegen den Panzer. Du brauchst einen Raketenwerfer dafür. Ja, hier vorne ist schon wieder so ein komisches Uhrending. Ein Segen. Danke. Ein Götzenbild. So, Pferd steht schon mal bereit. Ja, ist meins. Danny, wo bist du? Das ist unsere einzige Chance. Ja, ich weiß. Ich bin unterwegs, Clara. Beeil dich, Danny. Bitte. Heute entscheidet sich, ob lieber... Bin alter Mann, Kandidsuch. Ich will heute auch nur noch dort ankommen. Die Mission mache ich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich. Ich würde sagen, für einen Abend habe ich damit jetzt genug geschafft. Das mit dem Panzer war ja schon recht cool. Wir klettern auch eben auf den Leuchtturm, damit abgespeichert wird. Und wir dann dort beim nächsten Mal weitermachen können. Ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Danny. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überraschst sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Reinhard. Viva Libertad. Oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Läuft doch. Läuft doch alles richtig. Einmal auf den Leuchtturm. Warum auch immer ich das Ding so hoch werfen kann. Danny, du solltest deine Kamera benutzen, um Verteidigung der Schiffe zu checken. Yes. Ja, wie Auskundschaften geht, wissen wir. Dann schießen. So, den Controller lege ich jetzt beiseite. Ich hoffe, dass alle viel Spaß beim Zusehen hatten. Wenn ja, bei Twitch Follow da lassen. Sowohl die, die jetzt zuschauen, als auch die im Nachhinein. Und bei YouTube natürlich ein Abo und ein Like. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!